Und das ist ja noch, unter uns gesagt, noch einer von den Guten. Ja, also, ist trotzdem ein bisschen, also amerikanischer Katholizismus ist nochmal was Eigenes. Aber wirklich der dann... Ja, a very American way of... nicht of life, sondern of liturgy. Lieber Gott, wo sind wir hingekommen? Ich komme da gleich noch zum anderen Beispiel, dann werden wir diesen Kardinal noch wieder zu schätzen wissen. Ja? Also die Konzentration auf den Zelebranten hat so nie stattgefunden. Das ist dieses Einfallstor für jeden Klerikalismus. Nie, weder in der Alpenmesse noch in der Barockzeit noch sonst irgendetwas, war so viel Klerikalismus wie heute. Das ist für mich vollkommen klar. Weil die Liturgie steht und fällt heute mit dem Zelebranten, weil sie sich ihm ausliefert, weil der Zelebrant als Subjekt in den Vordergrund gespült wird. Ja? Und wie gesagt, nochmal, das ist eine Last. Und das, wir lernen das auch, ich habe das auch nicht gelernt, mich zurückzunehmen in der Liturgie. Ja? Das ist alles möglich. Jeder, nicht nur, dass jeder wild in der Liturgie rumfuhrwerkt, wie es ihm gerade passt und das weglässt, was ihm nicht passt und andere Dinge ergänzt, die ihm dann passen, ob das im Hochgebet, das ist ja noch harmlos, immer die Namenspatronen, die stehen dann nicht. Es gibt kein Hochgebet, wo Namenspatronen drinstehen. Ja? Es gibt ein Hochgebet, wo man einen Heiligen einfügen kann, das ist das dritte. Die anderen sehen das nicht vor. Ja? Das wird aber munter gemacht, das ist vollkommen harmlos, finde ich, im Vergleich zu anderen Punkten. Ja? Also jeder macht das, was er will. Es fängt im Kleinen an und hat am Schluss das ganze Ding auf den Kopf gestellt. Die schlimmsten Auswüchse, sagen wir heute, sind vorbei, aber ich bin nicht sicher, einer der schlimmsten, deshalb, ich habe das gerade hier liegen. Im Juni 1971 war in allen Tageszeitungen der Bundesrepublik meist in sensationeller Aufmachung von einem Messfestival in der Kirche von Hofheim zu lesen. In einem dieser Berichte hieß es, in der einen Hand, hören Sie gut zu, 1971 in Hofheim, wo ist das, bei Frankfurt oder? Ja. In der einen Hand hielten sie brennende Zigaretten, in der anderen die Hostie. Rund um den Altar standen Kästen mit Bier und Limonade. Nach der Wandlung wurde getrunken, getanzt und geflirtet. Bei Beat und Soul ging es zu wie auf einer munteren Party. Das Messfestival von sechsstündiger Dauer, das 700 Jungen und Mädchen des Bundeskatholischer Jugend kürzlich in der Bonifatiuskirche in Hofheim im Taunus mit dem Bezirksjugendpfarrer Herbert Leuninger feierten, wurde in Auszügen im Fernsehen übertragen. Das war nun wirklich die wilde Zeit, ja, 1971, aber Realität in dieser Republik. Und die kleinen Ableger davon, vielleicht nicht in dieser, ich sag mal, in dieser Extremität, aber die kleinen Ableger davon konnte man in den 70er Jahren bis in die Eifeldörfer erleben. Das ist gar keine Frage. Also von daher, Kusshändchen beim Gloria. Ja. Hätten die sich wahrscheinlich glücklich geschätzt. Ja. So. Das, also davon sind wir, und das hört man heute auch immer wieder bei Bischöfen, und selbst der Kardinal Koch sagt das dann immer, ja, nee, die ganz wilden Zeiten sind ja vorbei. Jo, aber ich meine, abgesehen davon, dass man heute, die Jugendlichen, die heute zu so etwas gingen, wären 50 plus. Ja, weil, also ich glaube, die Jugendlichen, die man zu sowas heute gewinnen könnte, die müsste man zuerst im Reagenzglas herstellen. Also die gibt es in Wirklichkeit nicht. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Darüber klagen ja diese Generation, die da hingeht. Ja? Oder die das erlebt hat, verständlicherweise. Bitte? Ja, das sieht man aber das, was Säkularisierung bedeutet. Nachdem die Kirche in der Liturgie dieses Bewusstsein nicht mehr hat, lagert sich das nach draußen. Da bin ich im siebten Himmel, ist gut, dass Sie dieses Wort hier einführen in der Runde. Ja? Ich suche mir halt meine Ersatzhimmel. Und dann ist das, von mir ist das Fußballstadion oder es ist das Festival oder es ist die Flucht in sehr individualistische Formen, ob das in Drogenkonsum ist oder ob das in jeden Tag lesen wir das bis zum Erbrechen in den Zeitungen. Ersatzformen. Und wir sind mit für diese Ersatzformen verantwortlich. Darüber höre ich nichts in der Kirche, darüber nachzudenken. Weil wir sozusagen das, was Schmemann hier am Anfang eschatologische Dimension auch der Liturgie nannte, weil wir das kastriert haben, bewusst oder unbewusst, und weiter kastriert halten,
müssen die Leute sich Ersatzformen suchen. Die finden es bei uns ja auch nicht mehr, selbst wenn sie wollten. Selbst wenn morgen früh hier 1000 Leute vor der Kirche stehen und sagen, okay, wir haben bisher hier hinten in diesen Bordells, die hier unten kilometerweit stehen, ja, unsere Sexorgien gefeiert. Wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, das ist es nicht. Ja. Wir haben Drogen genommen, wir kommen von der EM hinten aus Frankreich, wir sind aus dem Zug ausgestiegen, das ist es auch nicht. Ja. Wir wollen in die Messe, wir wollen was Richtiges. Und dann? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Oder? Ist unsere Messe das, was solche Menschen suchen? Oder was, sagen wir, uns, Verzeihung, ich vereinnahme Sie jetzt, uns schlichtere Gemüter, ja, die alles sowas nicht kennen, werden Sie nur vom Hören sagen. Aber die auch eine Sehnsucht haben. Ist das? Ist die Messe das? Oder sagen wir mal anders, hält die Messe, was sie eigentlich verspricht? Von den Dokumenten her. Hier, Beispiel. Lumen Gentium, Kapitel 7. Das ist, glaube ich, ein Konzilstext. Letztes Konzil, es gab ja mehrere Konzilien, muss man immer wieder sagen. Das letzte Konzil, das Zweite Vatikanische, war nicht das einzige der Kirche. Es gibt ganz viele. Ja? Und diese Texte sind eigentlich alle gültig. Also nicht nur, das, nicht nur dieses, aber dieses auch. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn ich die Synodentexte durchlese, es kommt nicht ein einziges Konzilszitat vor. Hier auf unserer Synode ist jetzt gerade zu Ende gegangen, vor einem Monat. Dieses hochgefeierte Konzil ist in dieser Diözese, das hat noch gar keiner gemerkt, überhaupt kein Bezugspunkt mehr. Das ist für, willst du denn damit? Ich weiß es nicht. Oder man würde wahrscheinlich sagen, so wie fromme Paters das immer gesagt haben, dass die Jungfrau Maria in der Benediktsregel nicht erwähnt wird, ja, dann haben die Frommen immer gesagt, die wurde so verehrt, das musste der Benedikt nicht eigens aufschreiben. Ja. Gut, wir wollen das Beste annehmen. Wahrscheinlich sind die Konzilstexte so präsent, ja, und die sozusagen so in ihrer Umsetzung, dass man sie nicht eigens zitieren musste. Wir wollen vom Guten ausgehen, wie immer. Auf vornehmste Weise wird unsere Einheit mit der himmlischen Kirche verwirklicht, wenn wir, besonders in der heiligen Liturgie, in der Kraft des Heiligen Geistes durch die sakramentalen Zeichen auf uns einwirkt, das Lob der göttlichen Majestät im gemeinsamen Jubel feiern. So verherrlichen wir alle, die im Blute Christi aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen erkauft und zur einen Kirche versammelt sind, in dem einen Lobgesang, den einen und dreifaltigen Gott. Bei der Feier des eucharistischen Opfers sind wir also sicherlich dem Kult der himmlischen Kirche innigst verbunden, da wir uns in verehrendem Gedenken vereinigen, vor allen Dingen mit Maria, der glorreichen, allzeitreinen Jungfrau, aber auch mit dem heiligen Josef, wie auch den heiligen Aposteln und Märtyrern und allen Heiligen. Ist ein Konzilstext. Es ist zwar aus dem letzten Jahrhundert, ja, also in der ersten Sessio verabschiedet, Lumen Gentium, zweites Vatikanum. Grundlage eigentlich für das, was wir in der Messe tun. Und jetzt müssten wir die Linie noch, nee, ich bleibe nochmal beim Schmähmann, Entschuldigung, Linie ziehen wir gleich noch weiter aus. So ist die Kirche das Zusammenkommen jener, denen die oberste Bestimmung allen Lebens enthüllt wurde und die es angenommen haben. Ganz einfach. Wer hat noch den grünen Katechismus gekannt? Ach, na, Gott sei Dank, haben wir ja noch mal. Was? Wann sind Sie geboren? Man kennt ihn heute wieder, ja? Also, wozu ist der Mensch auf Erden? Ja, genau, das sind die ersten Antworten, ja? Das heißt, der Mensch findet nur zu seiner rechten Bestimmung, wenn er sich, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, wenn er sich diese anderen Dimension, von der Schmähmann spricht, öffnet. Er verfehlt sein Menschsein andererseits. Haben wir diese Botschaft, die eigentlich eine Grundbotschaft, wenn es heißt, kehr um und glaubt im Evangelium, ist das erste Wort Jesu im Markus-Evangelium, haben wir das eigentlich klar, dass es unsere Aufgabe ist, das der Welt auszurichten? Ich vermisse das in den wöchentlichen Botschaften von Kardinälen oder anderen. Die filmen alles ab, nur, aber das kommt nicht. Ja? Also
Dass die Kirche ist das Zusammenkommen jener, denen die oberste Bestimmung allen Lebens enthüllt wurde und die sie angenommen haben. Sie haben das heute gesagt mit der Dimension der Gottesverehrung. Das heißt, wir wissen darum, aber wir nehmen es auch an. Es ist nicht nur zu sagen, okay, ich weiß es, aber jetzt heute komme ich nicht dazu, sondern wir nehmen es auch an. Diese Annahme wird in der feierlichen Antwort zur Doxologie ausgedrückt, in jedem Amen, das wir sprechen. Das ist nicht unwichtig, nicht so, das ist hier wie das Amen in der Kirche, das ist oft dann so belanglos, ja. Amen. Hier ist eines der bedeutendsten Worte in der Welt, sagt Schmemann. Es ist eines der bedeutendsten Worte in der Welt. Es drückt die Zustimmung der Kirche aus, Christus in seinem Aufstieg zum Vater zu folgen und so seine Himmelfahrt zur Bestimmung des Menschen zu machen. Man kann das auch nochmal parallelisieren zum Johannesevangelium, zum vierten Evangelium. Das ganze Evangelium ist angelegt als eine Heimkehr zum Vater. Am Ende sagt der auferstandene Christus zu Maria Magdalena, die ihn festhalten will, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Was ist dieser Hinaufgang? Wo muss der hin? Das wissen wir seit der ersten Zeilen des Johannesevangeliums, wo der hin muss. Entokolpo, Patri steht da. Er muss ans Herz, in den Schoß des Vaters zurück. Und in diesem Schoß, an diesem Herzen, gibt es einen, der das schon verstanden hat. Das ist der Lieblingsjünger. Der liegt genau im Schoß Jesu. Am letzten Abend. Das ist genau der gleiche Ausdruck, das gleiche Wort. Also der am Herzen, der im Schoß des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und das ist die große Aktion, wozu das Wort in die Welt kommt und Fleisch wird in dieser Welt. Dass die Welt heimfindet, dass sie nach Hause findet. Das heißt, wenn wir davon sprechen, was ja so innen ist nach dem Vatikanum, andere Dinge hat man ja unterspült, in dem Selbstverständnis der Kirche. Der Pilgerweg, das Volk, das wandernde Volk Gottes, das ist alles richtig. Aber es ist klar, dass das wandernde Volk Gottes nicht irgendwie so ein Single an der Haltestelle ist, der Anhalter fährt und irgendwo hin will und sagt, ich mache mir ein schönes Leben, sondern dass dieses Volk Gottes auf der Pilgerschaft ist, um nach Hause zu kommen. Es hat ein Ziel. Und die Eucharistie ist immer die Verwirklichung dieses Ziels. Das ist nicht ein orientierungsloses Umherirren. Wir müssen eine kurze Pause machen.